Picasso gilt als die Verkörperung der Kunst des 20. Jahrhunderts schlechthin. Er wirkte als Begründer neuer Stilrichtungen und innovativer technischer Verfahren. Als ein Magier der Grafik hat man Picasso bezeichnet. In den 130 Werken dieser Ausstellung offenbart sich Picassos einzigartige Schöpferkraft. Zum grafischen Œuvre treten ergänzend einige seiner in Valois geschaffenen Keramiken sowie 14 der berühmten Porträtfotos von Edward Quinn, die den Künstler arbeitend im Atelier oder im privaten Lebensraum zeigen. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. September in Paderborn zu sehen. Geöffnet täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr.